So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekirche.de. Diesmal ein ganz einfaches LED-Spiel. Ihr seht schon hier oben drei LEDs, die ganz langsam hin und her laufen. Ziel des Spiels ist es, diesen Taschenton immer zu drücken, wenn die LED in der Mitte leuchtet. Dabei verringert sich die Zeit also die Blinkgeschwindigkeit immer um 50 Millisekunden, was ihr nachher hier im Serial Monitor seht. Wir machen es einmal. Wenn die LED außerhalb ist, also ich es nicht schaffe, dann kommt ein tiefer Ton und beide äußeren LEDs leuchten. Schaffe ich es in der Mitte, also richtig zu drücken, dann blinkt die LED in der Mitte und dann geht das Spiel weiter. Ihr seht schon rechts im Serial Monitor hier, dass sich die Zeit verringert. Das Leuchten der LEDs oder das Blinken der LEDs wird schneller. Ja, so bis 400 ist eigentlich relativ einfach zu machen. Jetzt wird es langsam wirklich spannend. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Jetzt seht ihr, die Zeit beginnt wieder von vorne. Also wie gesagt, ab 300, 350, vielleicht 400 wird es tatsächlich spannend. Die von 1000 bis 500 ist gar kein Problem. Genau, kann man auch noch ändern. Ich habe hier das Groove Studio genommen, also die fertigen Tasten und LEDs, einfach weil ich mir dadurch alle Vorwiderstände spare. Wollt ihr das Ganze nachbauen, könnt ihr natürlich das Ganze auf dem Breadboard aufbauen. Ihr seht, die LEDs sind an Pin 5, 6 und 7 mit einem 220 Ohm Widerstand angeschlossen. Man könnte das ganze Spiel natürlich auch noch um viele LEDs erweitern. Muss natürlich aufpassen, weil ich nur bedingt Pins frei habe. So, dann habe ich hier einen Piezo-Summer, der ist an Pin 3 direkt angeschlossen und ich habe einen Taster über einen Pull-Down-Widerstand angeschlossen an Pin 2. Das ist eigentlich schon die ganze Hardware, es sei denn, ihr verwendet zufällig, so wie ich, das Groove Studio, weil ich es gerade hatte, dann könnt ihr es direkt auf die Platine einstecken. So, wie funktioniert das Ganze? Um die Codes relativ übersichtlich zu halten, versuche ich, wenn möglich, den Loop-Teil immer klein zu halten und die Unterprogramme ein bisschen auszublenden, einfach damit es schön übersichtlich bleibt. Beginnen tut es alles mit zwei Variablen. Einmal mit der Variable Zeit, die brauche ich für das Blinken der LEDs und die Zeit so lange, die brauche ich für die Geschwindigkeit, in der die LEDs nachher blinken. So, ich habe die Zeit so lange genannt, weil ich hier mit dem Millis-Block arbeite und eben so lange da drin steht, deswegen diese Variable. Bei so lange Millis wird ja nur dieser Block permanent wiederholt und der untere Block nur so lange oder so oft, wie dann Zeit so lange hier oben steht. Das heißt, Zeit so lange ist 1000, das heißt, alle 1000 Millisekunden wird einmal dieser Block hier unten wiederholt. Was passiert dann? Zeit wird plus 1 gemacht und ist Zeit gleich 5, wird es zurückgesetzt. Diesen Teil hier unten brauche ich lediglich für das tatsächliche An- und Ausgehen, also für das eigentliche Blinken der LEDs. Das ist im Unterprogramm 2 hinterlegt. Wir gehen mal hier rüber. Wir sehen es hier. Wenn Zeit gleich 1 ist, also nach der eingestellten Zeit so lange, dann geht die linke LED an. Ist Zeit gleich 2, geht die mittlere LED an. Ist Zeit gleich 3, geht die rechte LED an. Ist Zeit gleich 4. Dann geht wieder die mittlere LED an. Hat den Hintergrund, ist ja klar an, an, an und sonst wird es ja direkt auf die linke hüpfen, aber weil die mittlere einmal noch dazwischen blinkt, in Anführungsstrichen, brauche ich eben Zeit 4. Sehr schön zu sehen hier. Zeit plus 1, das heißt immer solange die Zeit so lange, je nachdem wie lang das ist, Wortspiel hier, gehen eben die LEDs der Reihenfolge nach an. Dieser Zeit so lange Block mit 1000 sehen wir dann eben auch im Serial Monitor hier, wie die Zeit runtergezählt wird. Jetzt, wie passiert das? Durch das zweite Unterprogramm, das ist hier, wird der Taster 2 gedrückt und die Zeit 1, die Zeit ist gleich 2 oder 4, also je nachdem, welche LED eben an ist. Wir können ja drüben gucken. 2 ist eben die mittlere und 4 ist auch die mittlere. Wird der Taster also gedrückt? Und die Zeit ist gleich auf der mittleren LED, dann ist tatsächlich richtig, dann bekommt man einen Punkt, dann kommt eben dieser hohe Ton, die LED blinkt mal, das habe ich einfach mit Wiederhole und mit Millisekunden gemacht, weil ich da nichts abfrage.
Und die Variable Zeit zu lange wird minus 50 gemacht. Eben dieses minus 50 sehen wir hier. Das ist dieses minus 50, was hier gerade passiert. Und natürlich soll printen, damit ich auch sehe, was passiert. Ist die Zeit gleich 0, also habe ich das Spiel quasi gewonnen, setze ich die Zeit so lange auf 1000 zurück, weil sonst beginnt das Spiel ja nicht wieder von vorne, es wird sich einfach nur aufhängen. Ist das Spiel geschafft bei 0, also dann bin ich quasi bei 50 Millisekunden, das ist brutal viel, das schafft man eigentlich fast nicht. Dann blinkt die mittlere LED eben 25 Mal ganz schnell hintereinander auf. Das ist, man könnte sagen, der ich habe es richtig gemacht, Block hier. Habe ich es falsch gemacht? Genau das gleiche. Ich frage den Taster 2 ab. Und hier sehen wir, 3 ist eben die rechte LED und 1 ist hier die linke LED. Drücke ich den Taster, ist dann quasi falsch. Ertönt der tiefe Ton hier mit 180. Und die beiden äußeren LEDs blinken 10 Mal. Und meine Variable Zeit wird auf 1000 gesetzt. Das heißt, ich muss von vorne anfangen. Das sieht man wieder im Serial Monitor. Sehr schön hier. 1000. Ich habe es bis 250 geschafft. Bin bei 1000. Man kann es nochmal drücken. Schaffe ich das Spiel, bin ich bei 950. Dann bin ich bei 900. Schaffe ich es nicht, bin ich wieder bei 1000 und muss von vorne anfangen. Genau, also ganz einfache Geschichte eigentlich. Eigentlich ein schönes Spiel. Und das Schöne ist, dass man eben hier noch ein paar LEDs ranbauen könnte. Man könnte natürlich auch sagen, ich beginne sofort bei 500 und mache hier einfach minus 30 oder so. Ich muss halt immer aufpassen, dass ich tatsächlich auf 0 komme. Oder hier die entsprechende Zahl, wenn ich jetzt hier, also immer durch 10 im Endeffekt kann man jetzt sagen, teilbar, mache ich jetzt durch 25 oder durch 23 teilen, also minus 23, muss ich gucken, dass ich hier natürlich die richtige Zahl habe, denn sonst schaffe ich das Spiel ja gar nicht, weil ich dieses Ist gleich gar nicht erreiche. So, da unten drin in der Videobeschreibung findet ihr dann den Link zu der Seite, wo ich diesen Arduo-Block-Sketcher hochgeladen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen.